Wir sitzen jetzt hier gerade wieder am Strand. Wir haben einen neuen Tag. Was haben wir heute? Dienstag haben wir heute, ne? Ja. Es ist wunderschön. Es ist zwar jetzt keine Sonne draußen, aber deswegen ist das Wetter eigentlich recht angenehm. Nein. Eine leichte Brise, Wind weht und so jetzt, wie wir angezogen sind. Okay, Jonas, T-Shirt, kurze Hose, aber typisch Mann. Und Clara und ich halt in langer Leggings und Oberteil, es ist perfekt. Es ist auch so wunderschön, vor allen Dingen, weil der Strand einfach mal menschenleer ist. Ich glaube, hinter uns liegt noch ein Pärchen der Strandmuschel, ansonsten sind wir hier echt alleine. Und es ist ein wunderschöner Ausblick. Drüben sieht man die Windräder von Dänemark, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht erkennen. Mausi. Und Clara verpflückt hier ihre Banane. Wir haben unsere ein bisschen Wurst. XXL-Strandmuschel aufgebaut. Die wollte ich euch ja noch mal zeigen. Die hatte ich euch ja nur verlinkt in dem Video, was heute online gegangen ist. Die ist echt richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie groß die ist, aber die ist bestimmt 2 Meter lang, oder? Oder fast 2 Meter lang. Und das Coole ist auch, die hat UV-80-Schutz. Also da kann man auch richtig geil unterliegen, ohne Angst zu haben, Sonnenbrand zu bekommen. Und dann haben wir hier wie gesagt wieder unseren wunderbaren Bollerwagen von Fuchstech. Der ist auch richtig genial. Clara und Jonas waren damit heute Morgen schon Brötchen holen. Jetzt bin ich hier gerade hingefallen. Genau, wir werden jetzt hier ein bisschen den Strandtag genießen. Wir haben es jetzt aber, glaube ich, auch schon Viertel vor zwei. Und dann gucken wir einfach mal, was der Tag heute bringt. Gestern wollten wir eigentlich in die Mini-Disco gehen, aber es war nur ein Kind da mit Clara zusammen, also quasi 2 Kinder, und deswegen ist die Mini-Disco ausgefallen. Aber vielleicht ist Mini-Disco ja morgen. Ne, mein Engel? Und wir genießen jetzt einfach noch hier so ein bisschen das schöne Wetter. Alle! Yeah! Wie ein Paddelboot! Ihr Süßen!
Ist das toll? Was? So, wir haben jetzt eine Plan. Was kannst du denn so? Wir haben eine Planänderung. Eigentlich wollte ich ja kiten gehen, aber leider haben wir keinen Wind. Und jetzt sind wir spontan nach Burg gefahren. Um ein bisschen shoppen zu gehen. Mal gucken. Ja, mal gucken, was wir so finden. Die Regenwolken ziehen auf. Wir haben weder Kinderwagen mit noch Regenschirm. Grün. Wir haben klares Trinkflasche vergessen. Wir haben noch nie klares Trinkflasche vergessen. Deswegen ist unsere erste Ansammlung jetzt erstmal zum Rossmann zu gehen und jetzt eine Flasche zu holen mit irgendwelchen Kindersaft oder so. Zum Glück hatte ich stilles Wasser dabei und konnte ihr unterwegs schon ein bisschen was geben, aber aus einer normalen Flasche zu trinken ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd für sie, ne? Deswegen mal gucken, ob wir fleißig shoppen können in den 2 Stunden und vielleicht jetzt dann ja ab 17 Uhr nochmal sind. Ja. Da! Da! Ja. Willst du was trinken? Wow. Ist das cool? Vorsicht und lauf! Ja. Cool! Super! Was haben wir denn noch? Achso! Lass doch frei! Geht weiter! Komm mit! Auto! Auto! Die tun aber nichts, Engel! Ja. Was essen wir gerade? Hm? Im Auto? Auto. Und was essen wir im Auto? Hm? Eis? Eis. Essen wir hier Eis? Eis. Mango und Banane gibt es im Auto, weil es jetzt natürlich angefangen hat zu regnen. Aber wir waren kurz ein bisschen shoppen. Clara hat eine Mütze abgestaubt. Ich zeige euch die mal schnell, wenn ich den Rucksack aufbekomme. Ansonsten ist es jetzt 17 Uhr oder 10 vor 5. Der Regen ist immer noch nicht besser. Der Wind ist immer noch nicht besser geworden. Also ich glaube, Kiten fällt heute flach. Das hier ist die Mütze. Ist die nicht toll? Die ist so mit, ich glaube, das sind Zaunkönige und Spatzen. In so einem schönen Altrosa mit Grau. Und die ist von Elfenwerk. Also ist hier so eine Dame, die sich hier auf Fehmarn selbstständig gemacht hat mit so einem kleinen Nähladen. Richtig schöne Sachen. Also wenn ihr da seid, müsst ihr unbedingt mal hin und mal ein bisschen stöbern bei ihrem Laden. Und Clara ist glücklich, weil sie noch von Papi ein Eis bekommen hat. Hallo, Mama. Ein noch? Und Jonas Ausbeute war auch wieder gut. Bei Flaggert hat er sich einfach mal 2,5 Kilo Süßigkeiten mitgenommen. Kann man ja mal machen, ne? Für den kleinen Hunger zwischendurch. Abends auf dem Sofa. Oh nein, jetzt hast du ins Eis gefasst. Ja, schön bei Mama abwischen, ne? Du bist auch so eine richtige Pappnase. Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, wir fahren jetzt einfach gleich mal zum Kitespot, ne? Und gucken einfach mal, ob sich da irgendwas regt auf dem Meer und ob vielleicht ein paar draußen sind. Jonas hat ja auch einen 14 und einen 10er, glaube ich, dabei, oder? Mhm. Muss ich mal gucken. Und wenn niemand auf dem Wasser ist, dann fahren wir, denke ich mal, wieder Richtung Campingplatz. Gehen alle schön duschen und machen uns was Leckeres zu essen, ne?
Ne, Klari? Ja? Ja. Okay. Und wieder hoch. Macht das Spaß, Klari? Ja. Ein Boot. Auto. Auto. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Samstag, heißt, es ist leider unser letzter Tag angebrochen und perfektes Wetter. Seht euch mal diesen wunderschönen Himmel an. Das ist einfach mal rein blauer Himmel, zwar noch eine leichte Windbrise, aber das macht uns überhaupt nichts. Lieber leichter Wind als viel zu heiß. Und wir gehen jetzt schön Brötchen holen. Ich glaube, es ist schon 10 oder halb 11. Wir haben noch mal so richtig schön ausgeschlafen und genießen einfach noch mal den letzten Tag auf dem Campingplatz. Ja, wow, vorsichtig, mein Quatsch. Du bist so aufgeregt. Da sind ganz viele Vögel. Soll Papa dich mal rausnehmen? Dann kannst du besser gucken. So kann sie doch besser gucken. Ja. Ja, ein Vogel. Ganz viele Vögel. Ein Kanarienvogel. Wellensittiche und Nymphensittiche. Die sind ganz bunt, ne? Ganz bunt, wow. Ganz schnell. Oh ja, da. Ein blauer Vogel und ein grün-gelber Vogel. Ein blau-weißer, ne? Ah! Kannst du auch so machen wie ein Vogel? Guck mal, die geben sich da unten Kussis. Kannst du piep, 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 piep machen? Piep, 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 piep. Piep, piep. Wir haben jetzt... Hallo! Wolltest du Hallo sagen? Nein. Nein? Sagst du nochmal Hallo? Hallo. Super. Klasse. Wir haben jetzt unsere Sachen gepackt und werden jetzt das letzte Mal zum Strand zotteln. Wir haben schon soweit alles eingepackt. Die Küche haben wir schon abgebaut und ja, es naht der Abschied.
jedes Mal wieder traurig. Aber irgendwie sind wir heute auch bis oben hin vollgepackt. Also Clara hat diesmal überhaupt gar keinen Platz. Was suchst du denn, Engel, deine Sonnenbrille? Ja. Müsste eigentlich im Wickelrucksack sein. Und du forderst hier deine Momos? Hm? Mega. Und wir haben auch Claras Schwimmflügel mitgenommen und ihren Badeponcho. Und wir überlegen nämlich, heute mal schwimmen zu gehen, weil Clara ja gestern mittelsamt der Klamotten bis zur Hüfte reingelaufen ist. Und hätte ich sie nicht festgehalten, wäre sie komplett reingelaufen. Deswegen mal gucken, ob wir uns heute in die Fluten trauen. Und ja, oder ob wir doch einen Rückzieher machen. Eigentlich muss ich auch jedes Mal mindestens einmal Wasser, wenn ich hier an der Ostsee bin. Egal welche Jahreszeit. Aber jetzt so durch die Schwangerschaft ist so untenrum der Bereich schon etwas sehr empfindlich. Es ist mir im Freibad vor allen Dingen aufgefallen, dass ich da echt kälteempfindlich bin. Sobald so die untere Gegend erstmal Wasser war, ist alles in Ordnung, aber wirklich so der Intimbereich erstmal den ins Wasser zu bekommen, ist ja echt hart. Genau, und jetzt zollen wir los. Ob ihr den Deich da gleich überhaupt heil hochkommt, ohne dass die Hälfte runterfliegt, ist auch fraglich. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are. Jetzt schweren Herzens wieder zu Hause angekommen. Es ist jetzt 10 vor 10. Wir haben den Bus soweit ausgeräumt. Ich habe gerade die Betten frisch bezogen. Clara gibt hier schon wieder alles und räumt wieder alle Schränke aus. Fühlt sich gleich wie zu Hause. Und es war wieder herzzerreißend, wie sehr sie sich auf die Katzen gefreut hat und über die Katzen gefreut hat. Sie ist sofort zu mir hingelaufen, hat ihn gekuschelt und geschmust und war echt Feuer und Flamme. Das ist doch immer wieder schön. Und die Katzen haben uns richtig doll vermisst. Die weichen mir auch gerade nicht von der Seite. Ne, Julie Maus. Da müssen wir jetzt auch ordentlich Kuscheleinheiten erstmal wieder nachholen. Wir hatten aber trotzdem 8 schöne Tage auf Fehmarn. Und haben schon überlegt, wann wir das nächste Mal wieder hinfahren werden. Wahrscheinlich nächstes Jahr dann zu viert. Weil jetzt so September wird ja langsam kalt, ist nicht mehr so ideal zum Campen. Also spätestens Pfingsten sind wir wieder auf Fehmarn nächstes Jahr. Genau, da freuen wir uns schon riesig. Ich hoffe, euch hat der Urlaubsvlog gefallen. Ich konnte euch ein paar schöne Momente zeigen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!